Jetzt kommt alles rein. Mehl. Salz und Milch. Jetzt machen wir Programm Kneten an. 1,5 Minuten, Stufe 4 und Start. Das ist durchgeknetet. Jetzt kommt nochmal 50 Minuten Wasser dazu. Achte nach unten machen. Stufe kneten anmachen. Teig rausnehmen. Teig rausgeholt. Mach zwei verschiedene Füllungen, einmal aus Kartoffeln und einmal aus Hackfleisch. Dafür brauchen wir 370 Gramm Hackfleisch und 270 Gramm Kartoffeln. Je nachdem, was ihr mehr mögt, könnt ihr auch variieren. Und wir brauchen noch Zwiebeln, Salz und Pfeffer dazu. Zwiebeln, diese Stufe 6, 15 Sekunden lang zerkleinern. Das sind für Kartoffeln, der Rest ist für den Hackfleisch. Kommt Hackfleisch hier rein. Dann Salz. Dann 80 ml Wasser. Und Pfeffer nach Geschmack. Und jetzt das alles vermischen. 20 Minuten lang, Stufe 3. Kartoffeln zerkleinern in so einem Teil, weil ich mag das, dass es Stücke am Ende sind. Dazu tun und das vermischen. Ihr könnt das natürlich auch in den Mixtopf machen. Bei mir ist das jetzt so umständlich, den zu waschen. Jetzt auf die Arbeitsfläche ein bisschen Mehl dazu tun. Ein bisschen verteilen. Dann könnt ihr vom Teig ein Stück abmachen, ein bisschen noch mal kneten und dann ausrollen. Ausgerollt habt, könnt ihr ausstechen, ihr könnt auch ein Glas dazu nehmen. Sehen sie dann aus, sie sollen auch nicht zu dick sein, sollte schon dünn sein. Den Aufsatz einmal einfetten. Ich nehme dazu immer die Margarine, könnt aber auch Butter nehmen. Varianten, wie ihr die machen könnt. Ich zeige euch erstmal die erste. Alles schön verschließen. Dann hier das Ende hoch. So, das sind so Dreiecke. Mache ich die Kartoffeln drauf. Und dann Zwiebeln hier von der Seite nehmen, hochklappen, zusammen machen. Dann hier nehmen, auch. Genau dasselbe. Alles fest verschließen. Dann hier die Ecken nochmal zusammen verbinden. Und hier von der anderen Seite auch. Fertig, also oben ist das mit Hackfleisch, unten sind die mit Kartoffeln.
Und ich habe noch Zutaten übrig, ein bisschen was von den Kartoffeln und ein bisschen was von dem Hackfleisch. Ich wiege das ab und dann schreibe ich am Ende unten das Rezept, wie viel ihr da nehmen müsst. 1 Liter Wasser rein, draufstellen und das Programm mit Dampf garen. 45 Minuten lang anmachen. Rum. Jetzt müssten die fertig sein. Sehen auch fertig aus. Die fertig aus.